Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Teil einer Projektreihe. Inmitten des unendlichen Universums ist ein strahlend heller Stern geboren. Ein Stern, der nur alle 1000 Jahre einmal geboren wird, der Millenniumstern. Die Legende sagt, dass der Besitzer eines solch mystischen Sterns der Superheld des gesamten Universums ist. Doch da der Millenniumstern gerade erst geboren war, fiel er vom Sternenhimmel. Zu der Zeit etwa machten sich Mario und seine Freunde eine sehr schöne Zeit. Als plötzlich der Millenniumstern auf die Erde stürzte. Natürlich stritten Mario und seine Freunde sofort darüber, wer den Stern behalten dürfe. Da Salakitu, als er auf seiner Wolke mit einer Spielkiste an der Angel vorbeiflog. Natürlich, sie könnten doch eine Mario Party spielen und so den Superhelden ermitteln. Plötzlich erstrahlte der Millenniumstern an einem glänzend hellen Licht. Und in diesem Lichtstrahl wurde Mario mitsamt Freunden in die Spielkiste gebeamt. Sehr skurril. Seid gegrüßt. Ich bin der Millenniumstern. Wer mich besitzen will, muss meine Prüfung bestehen. Folgt mir. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Mario Party Teil 3. Erschienen 2001 für den N64, ebenso auch der letzte Ableger für den N64. Und wir starten dann gleich mal und schauen uns mal gleich an, was wir hier erleben können. Haben hier drei Files zur Auswahl, also drei Spielstände. Wir nehmen mal Spielstand Nummer 1 und dürfen uns einen Namen eingeben. Also sehr cool. Ich wähle einfach einmal, wenn es denn hier gehen würde, so schnell geht aber nicht. Takiro. Wir können auch einfach mal die Kurzform nehmen. Einfach nur Tak oder sowas. Reicht ja auch aus. Wir können eh nur 5 Buchstaben auswählen. Glaube ich, ne? Ja, 5 Stück nur. Nehmen wir halt Tak. So. Dann also kann er erstellt werden, der Spielstand. Und wir haben hier auch die Auswahl zwischen dem Story-Modus und dem Party-Modus. Das heißt, im Story-Modus kannst du die Story komplett auskosten. Und im Party-Modus kann man, ja, sämtliche Spielbretter einzeln anwählen und spielen. Ich werde erst einmal natürlich die ganzen, ganzen einzelnen Spielbretter vorstellen, ist ganz klar. Wie wir es immer tun, wir gucken uns also den Party-Modus an. So. Hahaha, ich bin der Millennium-Stern. Und dann gucken wir mal ein bisschen rum hier. Wenn man den anklickt, den Millennium-Stern, dann kann er einen Vorschlag machen. Wie wäre es mit Fließband-Fiasko? Ist ein Minispiel, so wie ich mir das vorstellen kann. Gefechtsspielbrett. Da kann man quasi eines von den Spielbrettern auswählen und durchspielen. Duellspielbrett. Da kann man einen einzelnen Charakter herausfordern. Und das Minispielzimmer, wo man halt freigeschaltete Minispiele spielen kann. Sehr cool. Wir können einmal uns das Gefechtsspielbrett ein bisschen angucken und erst einmal die Regeln dazu begutachten, denn auch hier am dritten Ableger von Mario Party gibt es einige Neuerungen. Wenn auch nicht ganz so viele, aber so ein, zwei schon. So, nächster Halt, Gefechtsrechtsspielbrett. Ich erkläre dir jetzt die Regeln auf dem Gefechtsspielbrett. Pass gut auf und merke dir, was ich sage. Okay, es folgende Spielregeln. Da mal auf. Übrigens ein ganz, ganz cooler Geselle. Der Würfelkopf sieht ganz knuffig aus. Und hier sind wir also im Regelland. Kennen wir ja auch.
Kennen auch viele Frauen übrigens, das Regelland. Nee, der war witzig, weiß. Wir sind da, das ist das Geschäftsspielbrett, natürlich. Wetten, dass ihr jetzt die Regeln zum Gefechtsspielbrett hören wollt? Wie immer darf man würfeln. So. Die Reihenfolge ist wieder ausgewählt worden. Das kennen wir so ja auch. So und so und so und so. Und wir schauen mal gleich, was für tolle Felder wir hier haben, auf denen wir rumlaufen können, auf denen wir landen können. So, der erste fängt an zu ziehen. Eine 1 für den Mario. So, ein blaues Feld. Ihr erhaltet für 3 Münzen, während der letzten 5 Runden 6 Münzen. Das ist soweit alles wie immer gleich geblieben. Der gute Peach verliert 3 Münzen auf dem roten Feld. Der gute Yoshi mit einer 3. Das heißt, Fragezeichenfeld, Verschiedenes kann auf diesem Feld eintreten. Die Art des Ereignisses hängt von dem jeweiligen Spielbrett ab. Und der gute Wario mit einer 5. Und der will auf das Roulette-Feld hinauf. Kennen wir ja auch, da kann man halt Sterne tauschen, wenn es schlecht läuft, oder Sterne abgeben, Münzen abgeben. Einfach ein pures Glücksspiel. So, der Mario wieder auf ein neues, und der will aufs Bowser-Feld. Auch da alles gleich geblieben. Bowser heilt, macht nur Unheil. Das wollte ich so sagen. So. Die gute Peach mit einer 5. Und sie landet auf einem Todd-Feld, ein Item-Feld. Wer hier landet, nimmt an einem Item-Minispiel teil. Jeder Spieler kann maximal 3 Items tragen. Nicht nur 1, wie bei Mario Party 2, auch 3 sind möglich. Mit etwas Geschick kann man hier die tollsten Items ergattern. Manchmal, wenn ihr viel Glück habt, schenkt euch Todd einfach Items. Wenn ihr Todds Frage beantwortet, sogar ein seltenes. Ah ja, manchmal. Baby Bowser schenkt auch manchmal Items her. Wer von beiden erscheint, zeigt sich erst, wenn man auf dem Feld landet. Okay, also auch hier ein paar minimale Neuerungen. So, das Kampfminispielfeld. Landet man auf diesem Feld, beginnt ein Kampfminispiel. Jeder Spieler muss Münzen einzahlen, um die gekämpft wird. Die Anzahl der Münzen, die jeder Spieler erhält, hängt vom Spielergebnis ab. Ach so. Wenn alle Spieler verlieren, ist das Minispiel beendet und die Münzen werden zurückgegeben. Wäre ja ein sehr cooler Zufall, wenn alle verlieren würden. Eine 1. Ein sehr, sehr tolles Feld hier. Das ist ein Glücks-Sky-Feld. Landet man auf diesem Feld, beginnt ein Glücks-Sky-Minispiel. Bei diesem Spiel muss man all seine Münzen setzen, um Glücks-Sky herauszufordern. Wenn du gewinnst, erhältst du mehr Münzen, ist dies nicht der Fall, verlierst du alles. Also ein Alles-oder-Nichts-Feld, aber sehr spaßig auf jeden Fall. So, ein Glückstreffer. Versteckte Block erscheint und man kann hier mit Glück an Stern ergattern. Da freut sich der Mario. Was ebenfalls möglich ist, ist oder sind Münzen. Bis zu 20 Stück sind da meistens immer drin. So, was gibt's noch? Ein Item. Auch Items kann man in solchen Blöckern bekommen. So, Minispiel können hier gespielt werden. So, was ist zur Auswahl? Oder was wird gespielt? Möglich ist erstmal 4 Spiele im Minispiel, also alle gegen alle. 2 gegen 2 sind ebenso möglich. 1 gegen 3 auch. So. Jetzt schauen wir uns mal per Zufallsprinzip an, welches Minispiel hier gespielt wird. Hier wäre es Fischfinger. Mensch, klingt ja toll. Kommen wir nun zu den Gebäuden, die man auf dem Spielbrett finden kann. Da haben wir zum einen die Bank, kennen wir auch aus Mario Party 2. 5 Münzen muss man bezahlen. Wer auf dem Feld landet, auf dem Bankfeld, der bekommt alles. Itemladen, da kann man Item kaufen. Entweder bei Todd oder bei Baby Bowser. Und beide werden verschiedene Items anbieten. Werden wir auch sehen. In der Partie. Der Millennium Stern wartet stets gerne mit Stern auf, falls man ihm begegnet. Für nur 20 Münzen kannst du einen kaufen, einen Stern. Buhu, klaut Münzen für 5 Münzen. Für 50 sogar einen Stern. Auch das kennen wir. So, Action Time. Was passiert hier? Aufgepasst, es ist Action Time. Wenn Action Time auf dem Bildschirm erscheint, beginnt die Action. Achtet auf die Anweisungen auf dem Bildschirm. Gutes Timing ist angesagt. Man muss quasi A drücken, um halt der Kugel auszuweichen, beziehungsweise rüber zu springen.
So wie es ja auch Peach geschafft hat. Also auch eine coole Neuerung. So, Bonussterne gibt es auch 3 Stück. Zum einen Minispielstern kennen wir, wer die meisten Münzen im Minispielen gewonnen hat. Münzstern, wer die meisten Münzen gesammelt hat. Und Ereignisstern, wer am meisten auf Fragezeichen landet ist. So, genug durchgerattert. Der Spieler, der zum Schluss die meisten Sterne besitzt, hat das Spiel gewonnen. Das war's, ihr kennt jetzt die Regeln des Gefechtsspielbretts. Und beim nächsten Mal, beziehungsweise jetzt gleich, werden wir im Handumdrehen uns beim ersten Spielbrett wiedersehen. Also bis jetzt gleich. So, Spielbrett Nummer 1. Chili Waters. Ein ganz, ganz tolles Eisspielbrett, das wir mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Und zwar mit unserem tollen Purzelfreund, so heißt er, glaube ich, und dem Millenniumstern natürlich auch. Ihr seid nun alle her, willkommen in der eisigen Ebenen. Der Weg zum Superhelden in dieser Schneewüste ist beschwerlich. Doch zunächst wird noch die Startreihenfolge festgelegt. So, was ihr auch seht, wir haben hier 2 neue Charaktere. Zum einen Daisy, ebenso wie Waluigi. Die beiden sind neu, das heißt, unser Lazarett der Superhelden hat sich hier auf 8 erhöht. Bei Mario Party 1 und 2 waren es nur 6, jetzt mittlerweile bereits 8. Schließlich habe ich noch für jeden 10 Münzen zu vergeben. Und unsere beiden neuen werden gleich mal zu Anfang gleich mal zuerst starten. So, ich zeige euch jetzt, wo der erste Stern besteckt. Das ist Purzel übrigens. Purzel ist der Würfel. So heißt er, glaube ich. So, hier ist er. Für 20 Münzen könnt ihr ihn haben. Na, dann mal zu. So, man kann übrigens, was ihr gerade gesehen habt, man kann hier auch einstellen, dass man nur 10 Runden spielen will. Während wir auch im nächsten Part gemeinsam mal begutachten, was man für Neuerungen einstellen kann. Vorher waren nur 20 Runden, 35 und 50 Runden. Genau diese 3 Möglichkeiten waren da. Und jetzt ist es alles ein bisschen genauer. Ein bisschen sehr viel genauer. Man kann alles ein bisschen individueller einstellen, wie das genau ist. Wie gesagt, das sehen wir beim nächsten Mal. Sehen wir im nächsten Part, wenn wir unsere erste richtige Runde spielen. So. Ein Item-Minispiel für die Daisy. Na, sehr toll. Aber es ist ein ganz, ganz doofes, wie ich finde. Weil da den Baseball zu treffen, finde ich schon sehr gemein. Aber sie schafft's. Und sichert sich hier einen Pilz. Wie gesagt, hier ist es ja auch möglich, insgesamt 3 Items zu tragen. Also das ist auch schon ganz was Neues. So. Auch der Waluigi ist am Start. Mit einer gleichen 10 hier. Ist ja nicht zu fassen. Das lohnt sich ja richtig hier. Toll wäre es ja, wenn wir irgendwie gleich schon mal eine 6 würfeln würden. Und gleich mal die Bank sprengen würden. Das wäre ja auch toll. Auch der Mario zieht von dann. So, wenn ihr für Chili Waters seid, beziehungsweise für das Eisland, die eisigen Ebenen, dann, ja. Könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. So, und mal gucken, ob wir jetzt die 6 schaffen. Schaffen wir die 6? Nö, nur 1 schaffen wir. Na, sehr schön. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder hier zum zweiten Spielbrett. Spielbrett Nummer 2. Die Blubber Sea. Tiefsee-Blubber-Abenteuer erwarten uns hier. Das Gute ist, wir müssen unter Wasser nicht atmen. Wir sind halt wahre Superhelden. So, ihr seid nun alle hier. Willkommen im Tiefsee-Blubberbad. Der Weg zum Superhelden in diesem feuchten Nass ist fürchterlich. Doch zunächst wird noch die Startreihenfolge ermittelt. Okay, wieder vom Anfang. Ganz was Cooles. Übrigens, das, oder besser gesagt die Stage, die wir ganz sicher spielen werden beim nächsten Mal, werde ich nicht vorstellen. Das ist das Wüstenland hier. Das heißt, die Wüstenebene werden wir hier ganz gewiss spielen. Und bei den 4 Stages, die ich euch vorstelle, da dürft ihr entscheiden zwischen den 4, welchen wir denn noch spielen wollen. So, der erste Powerstern, den gibt's dort hinten. Und dann gucken wir mal. Schubidubi. Oh ja, auch diese Musik
Ist wie Musik in meinen Ohren. Schubidubi. Kaum zu glauben, dass das Spiel schon ganze 13 Jahre alt ist. Oder fast schon 14. Das ist in meinen Augen kaum nachzuvollziehen. Ich weiß jetzt noch, wo ich so ein ganz, ganz minihafter Bub war. Und ja, da war es doch ganz neu. Und das ist jetzt schon so lange her. Manometer. Also das ist schon erstaunlich. Und auch der Wario folgt uns hier auf Schritt und Tritt und ebenso wie Donkey Kong. Unfassbar. Was ist denn hier los? Ja, das ist doch wirklich supidu. Ja, das ist doch einfach kaum zu glauben. Und singen sollte ich wirklich nicht. Und Luigi ist Außenseiter, der folgt uns nicht. Der geht hier über uns alle hinweg. So, wenn ihr für das die Blubber, Blubber, Blubber sie seid, dann schreibt es in die Kommentare, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich auf Stage Nummer 3 wieder. Bis gleich. Spielbrett Nummer 3. Woody Woods. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen hier im Wald spazieren, so ungefähr. Mit unserem Millennium-Stern und gerade einer sehr wackeligen Framerate. Sehr famos und sehr skurril. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Und wie dem auch sei. Ihr seid nun alle hier. Willkommen in Woodys Wald. Der Weg zum Superhelden in diesem düsteren Dickicht ist hart. Doch zunächst wird noch die Startreihenfolge ermittelt. Und das alles sehr, sehr wackelig hier. Was ist denn los? So, erster ist Peach. Die gute Blondine. Zweiter ist Mario. Dritter ist Yoshi. Und alle freuen sich hier ganz, ganz lahmarschig. Was ist denn los? Ich habe hier gerade zwei Sekunden Pause gemacht, um hier das Spielbrett auszuwählen. Also scheinbar mag mein PC dieses Spielbrett schon mal gar nicht haben. Also mein PC ist sehr parteiisch, wie es aussieht. So, da haben wir den ersten Powerstern für 20 Münzen zu haben. Okay. Peach startet mal ein bisschen hier durch. Mit einer 6. Das ist doch supidupidibubidu. Ich habe gerade schon gedacht, der geht nach oben. Und würde somit ein Minispiel starten, aber nein, Gott sei Dank nicht. Würde nur Zeit kosten, wird das nur. So, was ist denn bloß los? Das nervt ja auch ein bisschen, ne, mit dieser hakeligen Framerate. Also wenn ihr auf jeden Fall für Woodys Wald seid, dann schreibt es in die Kommentare. Dann wird es auf jeden Fall nicht so lahmarschig werden wie hier. So viel ist schon mal sicher. So, auch der Donkey Kong zieht nochmal mit einer 2 auf ein rotes Feld. Sehr schlau. Okay, liebe Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder zum letzten Vorstellungsstage. Bis gleich. So, Nummer 4. Creepy Cavern. Wir machen uns auf in dunkle Höhlen. Mit ganz vielen Wumms. Und Kawumms und Kadabums und was weiß ich noch. So, ihr seid nun alle hier. Willkommen in der Gruselgrotte. Der Weg zum Superhelden in dieser finsteren Felshöhle ist steinig. Doch zunächst müssen wir noch die Startfolge festlegen. So, wir dürfen als Letzter ran, natürlich, sehr schön. Da freut es mich umso mehr, dass wir hier nur eine Vorstellungsrunde haben und uns hier mal ein bisschen die Gruselgrotten angucken. 10 Münzen nochmal für alle. Und ich bin ja schon mal gespannt, für welches Stage ihr euch entscheidet. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht's los mit dem von mir gewählten Wüstengebiet. Und ihr habt die Wahl zwischen einem von den Vieren. Daisy beginnt. Das ist doch schön hier. Was für schmissige Musik. Das finde ich toll. Ich weiß, ich darf nicht mitsummen, aber ich mach's irgendwie trotzdem. Weil es doch so schön ist, hier zu sein. Das ist doch so dupidu. So, jetzt eine 4. Und die Welt, sie ist ganz wunderbar. Na, mal gucken. Und hopp. Nee, schade. Okay. Bezahlen wir halt. Tut uns auch nicht weh.
Okay. Liebe Freunde, ihr habt die Wahl zwischen einem von den 4 Stages. Beim nächsten Mal geht's dann los im Wüstenland. Und ja, bis dahin. Macht's gut.